Manchmal, liebe Schwestern und Brüder, sind die Einsprüche aus dem Orient, die wir kirchlicherseits hier in der Heimischen Westen erfahren, heftig und oft genug sind sie berechtigt. So ergeht es auf dem heutigen Festtag, der früher mit der Opferung Mariens überschrieben war. Man feierte, vor allen Dingen in den Ostkirchen sehr verbreitet, in den Westen hat dieses Fest ein wenig später Verbreitung gefunden, dass man so etwas, was wir bei der Darstellung Jesu im Tempel feiern, das feierte man für Maria. Die Eltern Anna und Joachim bringen Maria in den Tempel und bringen sie da und sie tut nach einem apokryphen Evangelium, dem Jakobus-Evangelium, Dienst im Tempel als Tempelium. Und nun kam es natürlich den Erneuerern der Liturgie gerade gelegen, dass man historisch wusste, es gab keine Tempeljungfrau in Jerusalem. Also wie kann das mit Maria zugegangen sein? Dennoch, was dieses apokryphe Evangelium berichtet, dabei geht es nicht einfach um eine historische Darstellung, sondern es drückt eine tiefe Wahrheit aus, die das ganze Wesen Mariens erfasst. Dass sie nämlich ganz und gar zu einem Ort des lebendigen Gottes geworden ist. Dass ihr ganzes Wesen Hingabe ist. Jede Phase ist Hingabe, ist ganz offen. Es gibt nichts, was der Vereinigung durch Gott widersteht. Genau wie es ein geweihter Bezirk ist. Auch eine geweihte Kirche, eine Kapelle ist ganz und gar für Gott und sollte von sonst allem, alles sollte sonst ferngehalten. Dies ist eine klare Bestimmung, eine Inbesitznahme durch Gott. Deshalb kann der Prophet Ezechiel, wir werden das im Advent wieder lesen, berichten in einer Vision, wie Gott sich vom Tempel in Jerusalem zurückzieht, weil diese Übereinstimmung nicht mehr da ist und wie er später, als der Tempel gereinigt ist, wieder einzuhalten kann. Deshalb ist Maria von jeher nicht nur als Tempel des lebendigen Gottes verehrt worden, weil sie Gott in sich aufnimmt, weil sie so ganz und gar für ihn bereitet ist, sondern auch das Tor im Osten, auch das werden wir im Advent wieder beten dürfen. Es geht also nicht um 1:1 historische Abbildung, sondern um eine tiefe Wahrheit und Weisheit, die darin bewahrt ist. Nun fand man aber, und das hat unseren Tag im lateinischen Westen bei der letzten Liturgiereform gerettet, eine Kirche ganz in der Nähe der Al-Aqsa-Moschee. Und das ist das alte heute. Der alte Weihepark dieser Marienkirche, ganz in der Nähe des Tempels. Aber auch hier darf man nicht verabsäumen, die tiefe Verbindung herzustellen zwischen dieser Kirche, die man heute nur noch in Grundrissen sehen kann, und der St. Anna-Kirche, diese schöne Kreuzfahrerkirche, wo heute die weißen Väter noch sind. Eine tiefe Verbindung zu unmittelbar zur Nähe des Tempelplatzes und im Leben Mariens. Alles in ihr weist darauf hin. Und wir werden heute im Laufe des Tages noch Gelegenheit haben, den Spuren nachzugehen, wie die Änderung des Zeitgeistes immer auch die Liturgie beeinträchtigt und die Kirche tut nie gut daran, nachzugehen. Wir haben bis heute, seit einigen Jahrzehnten, und die Krise der Augen zeigt das überdeutlich, auch die Krise des Priestertums, dass wir Schwierigkeiten haben, überhaupt von ganz Hingabe zu sprechen. Wenn man sich manche Verwendungen anschaut, die bei Glaubensprofessen geschehen, wie man das überhaupt ausdrücken soll, oder dass man das heute so formuliert, dass das nur ja niemand in den falschen Hals, das ist schon ein Zeugnis für die tiefe Krise, die auch in der Kirche heute herrscht, zumindest hierzulande. An Maria können wir Maß nehmen, was diese ganze Hingabe, dieses ganze Fürsein, die ganze Öffnung für Christus bedeutet. Von daher ist es gut, dass wir diesen Tag heute feiern.